Gut, ich habe auch ein bisschen, also bei dem Turnier hat er übrigens auch zweimal, glaube ich, mit D4 erst, also mit erstens D4 angefangen, also darauf habe ich mich dann auch also ein bisschen vorbereitet. Genau, aber auf jeden Fall nach Läufer C4 war ja, genau, war also jetzt die gezielt, also die Vorbereitung auf die Partie war jetzt quasi an der Stelle zu Ende. Okay, aber ja, die Stellung, gut, die Stellung habe ich schon mal gesehen. Gut, genau, der. Nee, würde ich nicht so sehen. Also C6 ist natürlich eine Möglichkeit, klar. Also ist die Alternative zu Springer C6, aber okay, also C6 kommt eben, es kommt, also das ist quasi das reine Läuferspiel, ne? Es kommt eben Springer F3, D5, Läufer B3. Genau, diese Stellung habe ich übrigens als Weißer schon gespielt. Das, genau. Also hier wieder von Widerlegung kann, glaube ich, keine Rede sein. Also klar kann man das auch so spielen mit Schwarz, aber es ist irgendwas, vielleicht hat Weiß hier einen minimalen Vorteil, vielleicht auch nicht. Aber ich meine, ich habe wiederum mal gelernt, dass man in der Eröffnung Figuren entwickeln sollte. Also da dem kommt, glaube ich, Springer C6 am ehesten nach. Gut, ja, nee, also das sind okay, jetzt ja. Nee. Kann, ja, jetzt hat Weiß halt die Entscheidung, also kann, genau, mit Springer F3 würde Weiß jetzt einfach in einen Italiener überleiten, genau, und er hat halt, ja, die Wiener Partie praktisch vorgezogen, indem er Springer C3 gespielt hat. Genau, Springer C3, okay, Läufer B4, also jetzt wieder zum Thema Figuren entwickeln, genau, also also Läufer B4 hat den Vorteil, also Läufer C5 ist halt dann F4 möglich mit Übergang genau, in das Königsgambit. Was auch, also die Stellung ist auch in Ordnung für Schwarz, aber ja, nicht wirklich, nein. Also das ist ja eine uralte Theorie. Also zu dieser Stellung gibt es ja noch aus dem 19. Jahrhundert einen Haufen Partien und wird auch bis heute diskutiert. Also das ist mein Wissensstand ist, dass das schon Ausgleich ist. Aber ja, hier. Also, sagen wir so, ich habe das jetzt schon länger nicht mehr angeschaut. Ich glaube, Schwarz gleicht hier irgendwie mit dem Nehmen auf E4 und Läufer E6 irgendwie aus, so am einfachsten. Aber mehr, also mehr als Ausgleich hat Schwarz hier nicht. Gut, so, das ist ziemlich sicher. Okay, ja, nee, keine. Ja gut, du spielst ja, glaube ich, Caro Kann, oder als Haupt- oder einzige Eröffnung. Das ist so das, was ich mitbekommen habe. Ja, nee, alles gut. Es ist halt, ich kann es ja kurz noch ausführen. Vielleicht ist es ja für jemanden tatsächlich interessant. Also mit dem Reinstrahlen, genau, es ist, also wieder, ich bin jetzt auch nicht vorbereitet, aber soweit ich mich erinnere, ist es halt so, dass zum Beispiel hier Springer G4 einfach schlecht ist. Das scheitert, also das stellt zwar jetzt hier ein paar Drohungen auf, oder? Aber es scheitert einfach konkret an Springer G5 wiederum, Gegenangriff. Und auf Rochade beispielsweise F5 und da wird Schwarz dann einfach matt gesetzt. Also so, das wäre so quasi so das ganz deutliche Szenario. Ne? Also, aber auch ansonsten steht Schwarz hier einfach schon schlecht. Also ich denke, es geht noch irgendwie so zum Beispiel so. Relativ forciert Schach, schlägt, schlägt und jetzt ein witziger Zug H4. Mit der Drohung Dame H5. Also der geht einfach nicht weg, dieser Springer. Und die Stellung ist meines Wissens schlecht für Schwarz. Also, aber das ist wieder. Die Erkenntnisse sind ein paar Jahre alt, aber ich glaube nicht, dass sich jetzt prinzipiell was geändert hat. Gut, genau. Also das nur zum Thema Reinstrahlen. Also eben, das kann man nicht tatsächlich nicht wirklich ausnutzen. Und ja, also wie gesagt, hier, also zu dieser Stellung gibt es ein paar sehr spannende Partien wirklich aus der noch Mitte des 19. Jahrhunderts. Also das ist genau alles wurde schon alle wird schon alles seit genau. So. Langer Zeit diskutiert. Okay, also auf jeden Fall, genau, Läufer B4 ist ja auch ein gesunder Zug, einfach wieder noch eine Figur entwickelt und die Idee ist halt vor allem dann, dass auf Springer E2 jetzt eben B5 kommt. So. Genau, die Stellung, also kannte ich noch nicht jetzt speziell für die Partie vorbereitet, aber das war, genau, also das war alles noch, war mir irgendwie alles noch geläufig, genau, Läufer E6. Ja,
A3, okay, also ab hier wusste ich jetzt konkret, also A3 habe ich auch schon mal gesehen, aber ich wusste jetzt nichts Genaues drüber, genau. Das, was ich noch kannte, ist eben hier Läufer schlägt die 5, Läufer die 5 und der 4, das ist so das, genau, das, was Weiß meistens spielt an dieser Stelle, mit der Idee, dann der 5 und dann so den, also der Plan von Weiß ist quasi 5 zu spielen, dann mit dem 6 zu drohen und gleichzeitig vielleicht irgendwann mal halt so einen Vorposten auf den 4 zu kreieren, also vielleicht schafft es Weiß ja tatsächlich, also den Läufer zu tauschen und den anderen Springer dann nach E4 zu stellen. Das ist so der, das, wovon Weiß jetzt hier träumt in dieser Stellung. Genau, wobei nach F6 Schwarz hier halt auch überhaupt keine Probleme hat. Also das, genau, das ist das, was ich noch über die Stellung wusste. Nach A3 wusste ich eigentlich nichts Genaues mehr, aber okay, das spielt sich, glaube ich, auch relativ einfach. Gut, nimmt Rochade. Genau, okay, jetzt haben wir einfach eine Stellung, wo, ja, die wir beide, glaube ich, nicht mehr so genau kannten. Also ich denke auch nicht, dass er das jetzt irgendwie näher vorbereitet hat. Ja, Weiß hat halt das Läuferpaar, Schwarz hat ja, fast, naja, gut, Raumvorteil nicht wirklich, weil der E5 kann auch leicht abgetauscht werden. Na, aber auf jeden Fall die bessere Bauernstruktur hat Schwarz. Ja, sollte sich. Ja, schon. Also das Wegziehen ist, glaube ich, zu langsam. Und das ist ja, wie gesagt, Schach ist ja auch ein Tauschgeschäft. Also man kriegt ja auch was für das Läuferpaar in dem Fall eben. Also weil das mit der Struktur ist ja auch eine ernstzunehmende Sache. Also Läufer E7, glaube ich, ist zu langsam. Dann kommt halt tatsächlich sowas wie Läufer D5 und D4 und dann hängt dieser Läufer auf D5 ein bisschen in der Luft und so. Also, das ist halt, also der Vorteil von Läufer C3 ist eben auch einfach, dass man quasi ein Tempo gewinnt oder nicht verliert, genauer gesagt. Ja, wenn der Läufer wegzieht, ist ja Weiß erstmal am Zug. Wenn Schwarz jetzt rausnimmt, ist Schwarz nochmal am Zug. Das ist auch nicht zu unterschätzen in der Öffnung zumindest. Okay, gut. Hier, ja, Dame H4 ist auch typisch, wenn quasi da kein Springer steht auf F3. Na, wobei, also mein erster Gedanke war Dame D7 und wäre vielleicht im Nachhinein auch ein Tick genauer gewesen. Aber okay, also Dame H4 ist nicht wirklich schlecht. Gut. Ja, genau, jetzt kam ein Zug, der mich richtig. Also Läufer B3 war übrigens offiziell quasi eine Neuerung. Das habe ich nach der Partie festgestellt. Aber ja, wie gesagt, ich denke, wir kannten uns beide nicht mehr aus. Gut, Läufer B3 ist, also mit Läufer B3 leitet er quasi einen Plan ein, der mir noch nicht klar war zu dem Zeitpunkt. Also ich habe noch nicht verstanden, worauf ich hinaus will. Nach dem nächsten Zug habe ich es dann verstanden. Genau, Dame H4, Dame D2, genau, der hat mich ziemlich überrascht und wahrscheinlich ist er auch objektiv gesehen nicht gut gewesen. Also seine Idee ist praktisch, er möchte den Läufer eben, der jetzt keinen Gegenspieler mehr hat, in Szene setzen, also möchte praktisch irgendwie sowas spielen, so und F4, die lange schwarze Diagonale räumen und dann sozusagen auf G7 matt setzen, jetzt leicht überspitzt formuliert. Aber und nein, also wird man gleich sehen, also das ist zu ambitioniert. Genau, ich habe eben bei der Vorbereitung schon gesehen, Maxim ist ein sehr energischer, sagen wir mal, Spieler, also nimmt hohes Risiko in Kauf, möchte immer gewinnen und wie gesagt, das spielt nicht immer sauber sozusagen, wodurch natürlich eben auch seine Gegner Chancen bekommen, also das ist auch in dem Turnier, hat er auch mehrere Partien gehabt, wo er ja eigentlich auch vielleicht das Risiko etwas zu hoch geschraubt hat, aber meistens ging es gut, also er hatte ja auch ein gutes Ergebnis dann am Ende, trotz dieser Niederlage, glaube ich, sogar noch leichtes Plus gemacht insgesamt. Gut, Turm D8 ist auch, ist einfach, ja, Türme wieder, also Türme in die Mitte und halt, ja, diese Gegenüberstellung von Turm und Dame, ne, wird halt ein bisschen unangenehm für Weiß. Okay, C4 ist konsequent. Genau, sowas wie Dame G5, das wäre jetzt eben auch nicht sein Spielstil. Das kann man zwar machen, aber hier, also eben zum Beispiel hier wird das Läuferpaar wird wahrscheinlich halbiert und die Bauernstruktur, also die Bauernschwächen bleiben. Also ja, vielleicht gleicht Weiß noch aus, aber ich denke, das ist schon tendenziell angenehmer für Schwarz. Genau, ja, irgendwie Springer E7 oder so, wie in der Partie, oder Springer E7 wahrscheinlich, genau, und ja, hier sieht ja C4 dann noch komischer aus als in der Partie dann.
Genau. Okay, also C4, ja, ist eben, ist, also im Sinne des gewählten Planes quasi schon konsequent, dann Springer E7, genau, und F4. Jo, jetzt, genau, und das ist eben das Problem, also mit der 4, also das lässt halt den zu, und jetzt, ja, haben quasi beide Seiten haben das, was sie wollten, sozusagen, also Weiß kriegt jetzt eben Läufer B2, jetzt Weiß kriegt den Läufer auf die Diagonale, und er hat die Diagonale, also die lange schwarze Diagonale tatsächlich auch räumen können, aber gleichzeitig ist eben, also der andere Läufer sieht halt nicht so schön aus, gut, der kann dann irgendwie schon mal über A4 oder so ins Spiel kommen, und vor allem ist halt dann jetzt eben das mit der Bauernstruktur wird jetzt langsam schon ein bisschen hier bemerkbar. Okay, Springer F5 bietet sich, glaube ich, an, der geht leicht von der Hand, genau, und Turm E1, ja, also auf D4, ich war mir nicht sicher, was ich jetzt ziehen würde, ich hatte Angst, keine Angst vor dem Zug, aber jetzt keine speziellen Gedanken hier drüber gemacht. Die Maschine schlägt hier eben B5 vor. Gut, hätte ich vielleicht gefunden oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Idee. Der Hauptplan ist praktisch, das ist ein Bauernopfer, ne? Schlagen und Springer E7 und dann eben den Springer nach D5 und dann diese Kombination von, also quasi Blockadespringer und ein sehr starker Freibau auf E4, das wiegt natürlich dann den fehlenden Bauern locker auf. Okay, er hat, ja, Turm E1. Genau, hier habe ich irgendwie, also bis jetzt habe ich relativ schnell gespielt, hier habe ich ziemlich viel Zeit, irgendwie so eine halbe Stunde überlegt, das auch, also, was auch viel zu lang ist, muss man sagen. Das ist eigentlich, also schimpfe ich immer meine Schüler dafür. Ja, ich, also drei Kandidatenzüge, also die Stellung ist halt schon komplex, ist nicht ganz klar, was hier richtig ist. Ist auch nicht ganz klar, was Weiß eben vorhat. Also ich dachte eigentlich schon, dass Weiß trotzdem irgendwann D4 ziehen muss oder möchte. Genau, und so der nächste Zug war so ein bisschen gegen D4 gerichtet, wobei das eben Quatsch war. Also H5 war zum Beispiel auch ein Zug, den ich überlegt habe. Aber ich habe einfach zum Beispiel völlig verschlafen, dass ich auf D4 hier einfach Dame F6 habe. Genau, den habe ich einfach vergessen. Genau, jetzt hat Weiß ja schon hier Schwierigkeiten, also weil der D4 hängt ja und C3 geht nicht wegen Springer A5, dann ist auch gleich was weg. Und na gut, C3 ist auch quasi nicht im Sinne des Erfinders, oder? Das will Weiß, also weil es genau das wollte Weiß ja nicht haben, dass der Läufer dann wieder zu ist und so. Also genau, irgendwie habe ich einfach vergessen, dass ich zurück kann nach 6. Ja, quasi also, ja, so eine weißfältige Blockade, genau, insgesamt, also dem Springer quasi, der Springer steht hier ganz ausgezeichnet, also dem langfristig das Feld sichern und dann quasi so eine Idee, so ein Aufbau mit der Dame auf G6, da macht sie dann Druck auf D3 und auf G2 und so und genau, also der Springer ist halt dann ganz, ganz gesichert. Oh gut, und es ist auch ein Luftloch, also es kann ja auch passieren, dass Linien aufgehen und so weiter, also ist einfach allgemein ein sinnvoller Zug. Also ich hatte hier drei Kandidaten, Dame G4, Dame H6 und H5, und H5 wäre im Nachhinein am schlauesten gewesen. Okay, Dame G4 ist nicht ganz falsch, also ich wollte die Dame halt auf einem weißen Feld haben, auch wegen, also ich zeig mal gleich, was ich mir so dachte. Also zum Beispiel nach D4 gibt es dann Varianten, Schlagen und C5 wäre möglich jetzt. Na, und mit der Dame auf H4 würde Weiß jetzt mit Dame F2 oder Läufer F2 gewinnen. Das war jetzt so eine Idee. Wobei, also hier hat nach C3 ist es halt, also hier hat Weiß, also objektiv wahrscheinlich hat sich die Lage für Weiß jetzt eigentlich verbessert. Also so eine Stellung in der Art, also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon, wahrscheinlich muss ich noch nicht nehmen auf D4, aber okay, bald sagen wir mal so. Hier hat Weiß ja überhaupt keine Sorgen mehr, wobei, ja, Schwarz auch nicht, denke ich. Also es wird ungefähr ausgeglichen sein. Also die weißen Bauern sind jetzt halt mobil und die Schwächen sind weg, also irgendwie B6 und so weiter. Der E-Bauer ist sicher blockiert. Ja, würde auf Ausgleich tippen. Genau. Ja, aber das war so eine Idee von Dame G4. Genau. Okay, ja, seinen nächsten Zug habe ich also wieder zum Thema, also ist eben ein ziemlich interessanter Spieler eben. Jetzt kam wieder ein Zug, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Also null. Kam völlig überraschend, Springer G3. So, der ist objektiv, ist der wahrscheinlich nicht gut, aber ja, oder was heißt nicht gut? Gut, ja, es ist immer noch, es ist, also die Maschine sagt schon, dass es immer noch Ausgleich ist, aber ich denke, die, also ich,
die Schwierigkeiten liegen eher auf der Seite von Weiß, glaube ich. Also es ist einfach schwieriger zu spielen für Weiß. Okay, genommen, das ist klar. Genau, hier war es wieder so, dass ich, genau, also ich habe zwei Züge überlegt und der Maschine gefällt eben der andere wieder besser. Aber gut, hier andererseits, genau, es siegte halt die Gier. Ja, es gibt so eine alte Regel von, glaube ich, Capablanca. Na, der hat halt gesagt, wenn der Gegner was opfert und man sieht keinen Grund, das Material nicht einzustecken, dann sollte man es halt immer einstecken. Daran habe ich mich jetzt gehalten dann letztendlich. Genau, wobei Läufer F5, was ich mir auch eben auch überlegt habe, Läufer F5, Turm E3, Dame G6 ist wahrscheinlich objektiv besser. Also hier hat Schwarz halt, also Weiß hat halt einfach gar nichts. Ne? Das klappt doch. Genau, ja, Schwarz, genau. Ist bei gleichem Material zwar, aber es spielt eigentlich nur Schwarz, genau. Aber gut, wie gesagt, ich habe halt keinen Grund gesehen, den Bauern nicht zu nehmen. Also so richtig gibt es auch keinen Grund, aber genau, hier also wieder das anscheinend so, dass Weiß tatsächlich genug Kompensation hat für den Bauern im Ausgleichen. Genau, also den, okay, das war jetzt soweit relativ klar, der, also kam auch alles ziemlich schnell, der, genau, also die Stellung schwebte mir quasi vor, als ich da auf G3 genommen habe. Ja, und das habe ich ein bisschen, weil ich da, also gut, sagen wir so, wenn jetzt hier die weiße Dame irgendwie nach H6 gelangt, dann bin ich natürlich matt, aber das ist auch das einzige quasi Szenario, bei dem ich matt bin, dachte ich, und ich habe eben nicht gesehen, wer das schaffen sollte, dann nach H6 durchzukommen. Es ist allerdings wieder, also die Maschine sagt zum Beispiel, dass das tatsächlich noch okay ist für Weiß, wenn er halt anders spielt als in der Partie. Also Turm E1 ist gut, das ist auch ein relativ menschlicher Zug und dem kann man, glaube ich, kommen. Genau, einfach mit der E-Linie ist halt schon nicht unwichtig. Wird man auch in der Partie gleich sehen, dass sie eine Rolle spielt. Genau, und hier hat Weiß anscheinend einfach. Ja, das ist Partie. Läufer C1 hat er gemacht, genau. Ja, genau, da kommen wir gleich. Okay. Genau. Ja, Läufer C1 war auch der Zug, mit dem ich übrigens in erster Linie gerechnet habe, aber danach zum Beispiel wieder, also der Computer sagt zum Beispiel danach, dass es schon aus ist. Also dann ist einfach verloren für Weiß. Das war mir, also gut, war mir am Brett nicht ganz sicher, wie das natürlich alles ist, aber ja, wie gesagt, wo ich mir relativ sicher war, dass ich nicht matt gehe, ja, aber genau. Ja, nach Turm E1 ist laut Stockfisch noch Ausgleich. Also Weiß hat genug Kompensation für den Bauern. Das war mir nicht klar, ist aber auch gut, nicht so richtig wahrscheinlich sozusagen für die Praxis. Okay, ja, Läufer C1, Dame H4, genau. Und ja, jetzt ist der Punkt ist eben, dass er hat sozusagen wirklich nur eine Idee und die ist dann die ist doch relativ leicht abzuwehren. Wenn jetzt hier, genau, das habe ich jetzt hier gar nicht angegeben, auf Dame F4 kommt halt erzwungenermaßen G5, aber das gewinnt einfach für Schwarz. Also schlagen, Springer D4. Ist einfach aus, ja, aber jetzt droht quasi, also droht das und das gleichzeitig und auf Läufer D1 kommt einfach Läufer schlägt D1. Und wieder Springer E2 und wichtig ist, er hat halt auch keinen Abzug dann, also Läufer D1 hat er keinen Abzug mit dem schwarzfälligen Läufer, weil einfach Läufer G4 wieder zurückkommt. Gut, ja, also ganz genau habe ich, weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt schon quasi ganz konkret die Variante gesehen habe, wahrscheinlich schon. Also vermutlich habe ich das quasi schon gesehen, dass ich hier nicht matt gehe, aber ich kann dir nicht das nicht ganz genau sagen. Ach, das ist auch okay. Also kann man ja so sehen. Ich meine, wenn G5 hier nicht funktionieren, na gut, wobei, ja, nein, also zum Thema nicht matt gehen, folgendes, genau. Im Prinzip ist es ja so, dass hier an der Stelle, ich denke, wenn Springer D4 gewinnt einfach, aber wenn der nicht gewinnt, hat Schwarz ja vermutlich auch kein allzu großes Problem. Also wenn Schwarz jetzt irgendwas anderes zieht, steht er vermute ich mal auch nicht schlechter. Genau, sowas, ja. Gut. So, der, genau, ja, der ist eben gegen Springer D4 gerichtet, wobei, genau, also wieder, was ich glaube, einfach verschlafen habe tatsächlich. Also, ich glaube, den Zug habe ich tatsächlich gar nicht angeschaut. Also, Läufer E3 hätte Springer D4 gar nicht verhindert, anscheinend. Also, Springer D4 war trotzdem möglich, dann einfach mit der Idee, dann hier alles zu tauschen. Genau, also auf den, genau, dann den und dann fällt der F6.
auf Dame H6 kommt einfach Turm F6. Genau, und auf Dame D4 dann eben einfach Dame G3. Passiert auch nichts. Einfach gewonnen für Schwarz. Genau, okay, aber gut, Turm E8 ist natürlich auch ein logischer Zug. Genau, die Idee war von Turm E8, jetzt kann ich halt dann entweder Turm E6 oder Turm E5 und Turm F5 vor allem. Das ist so die Drohung. Dann drohe ich einfach den F-Bauern abzugreifen und dann, ja, dann Platz halt zwei Bauern mehr und vor allem halt, wenn der F6 weg ist, gibt es ja gar keine Drohungen mehr. Okay, ja, deswegen halt Dame F4, also wieder, also die Maschine sagt irgendwie so, muss ich weiß verteidigen, aber es vermutlich, also die Entstellung von der Computervariante ist vermutlich auch einfach gewonnen für Schwarz. Also ich denke, das sollte, gut, das sind auch, ist das eine plausible Variante, also für den Menschen auch, glaube ich, zu finden. So, ja. so und ja, wahrscheinlich ist es schon letzten Endes technisch gewonnen für Schwarz. Also es fallen halt bei Weiß jetzt zu schnell zu viele Bauern. Ja. Gut, so, jetzt, ich bringe D4 eben dann gefunden. Genau, und hier war ich mir jetzt schon ziemlich sicher, auf Gewinn zu stehen, wobei das natürlich, ja, er hat irgendwo in der Gegend, also an der Stelle oder ein Zug früher oder so, hat er auch dann die Zeit praktisch ablaufen lassen, weil er eben auch festgestellt hat, wahrscheinlich, dass er so Verlust steht. Genau, und das macht die Sache dann nicht einfacher für Weiß, aber gut, es ist auch objektiv jetzt einfach verloren, von daher, genau. Ja, es gibt aber noch ein paar ganz witzige Varianten, also ich habe mir zum Beispiel bei Läufer D4 habe ich mir leichte Sorgen gemacht, also der Plan ist halt dann den zu machen, natürlich, aber ja, hier, also es kann ja passieren hier, dass die Dame irgendwie auch abhanden kommt, also so Varianten wie beispielsweise Turm H3, na und jetzt, wenn man jetzt ein bisschen gierig hier gleich die Dame wegnimmt, dann steht Weiß tatsächlich auf Gewinn, weil die schwarze Dame ja auch gefangen ist. Sowas hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber konkret habe ich halt nichts gefunden für Weiß und es gibt anscheinend auch nichts. Also ich kann halt hier zum Beispiel eben erst den Turm wegnehmen und dann funktioniert das alles. Also so und Schwarz steht wiederum einfach auf Gewinn. Also bessere Stellung und unten mehr Bauer. Genau. Okay, ja, Partie war dann eben so, hier wieder der Computer sagt, Hage ist besser, den habe ich auch erwogen, aber genau, also psychologisch ist natürlich verlockend, die Damen einfach vom Brett zu nehmen. Zack, 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 genau, das ist, ja, das ist relativ einfach gewonnen, wobei König H7 ist tatsächlich noch einziger Zug, der König F8, H5 muss man wieder zurück nach G8 und König E8 würde, glaube ich, sogar noch verlieren, wegen Läufer schlägt G4 und Turm H8. Ist nicht abzuwehren, richtig. Na, also, kurz zum Zeigen. Also, ich habe es jetzt, glaube ich, gar nicht geprüft, aber ich befürchte, dass das jetzt schon auf einmal verloren ist für Schwarz. Ja, es geht ja auch andersrum. Turm H8 und dann Läufer G4 ist noch zwingender, ja. Ja, ja, okay. Genau, gut. Auf jeden Fall, genau, also der war, glaube ich, noch ganz, gut, die Stellung ist einfach technisch gewonnen für Schwarz, genau, aber der ist noch ganz praktisch, weil jetzt weiß erstmal gefesselt und kann quasi nur abwarten, was, genau, wodurch ich dann jetzt wieder die Möglichkeit habe, einfach quasi die Stellung beliebig zu verbessern, bevor ich dann irgendwas mache, genau, so, jetzt okay, droht schon mal drei einfach, den, genau, und ich glaube, das, was ich jetzt gespielt habe, ist am einfachsten, also jetzt einfach erstmal alles festlegen, sodass man quasi nur einen angreifbaren Bauern hat und dann, genau, den, also tempomäßig geht es auch wunderbar auf, weil jetzt muss kurz, der Turm muss dann weg von dem F7 Bauern, weil Weiß ja quasi keine Züge hat, ja, Weiß muss ja mit dem Turm pendeln zwischen G7 und G8, so, genau, jetzt muss ich, also glaube ich, kommt man nicht so richtig weiter, muss ich ihn doch dann entfesseln. Aber ja, er kann dann mit dem Tempo auch nicht wirklich was anfangen. Den und den. Das ist so die letzte Chance eigentlich gewesen, was falsch zu machen. Nach König G5, Turm E7 wird es nochmal spannend. Kriegt man den F-Bauern nicht. Genau. Ja gut, schlagen auf E7 verliert jetzt sogar. Genau, man muss jetzt wahrscheinlich irgendwie den Turm wegziehen oder also irgendeinen Turm nach D3 oder so und ja, also das will man auf jeden Fall nicht haben, bleibt der F7 am Leben, das genau muss nicht sein.
Genau, aber nach König G6 ist es jetzt einfach vorbei. Genau, jetzt dachte ich, dass er die Türme behalten sollte, aber es ist natürlich dann trotzdem einfach gewonnen. Ja, jetzt kam der. Also, jetzt kein Vorwurf nicht, also an ihn nicht direkt, aber sagen wir mal, ich hätte jetzt an dieser Stelle aufgegeben mit Weiß. So. Ja. So. Zugzwang, ne? Also wenn der Läufer woanders hingeht, kommt Turm B4 und auf den kommt der, jetzt hat er aufgegeben. Ja. Also wie gesagt, das ist eine Partie, das ist natürlich schön, also grundsätzlich ist schön, mit schwarzen starken Spieler zu schlagen, aber eigentlich, also habe ich, wie gesagt, nicht viel dazu beigetragen. Also ich würde das tatsächlich so sehen, dass er sich quasi durch ein bisschen über ehrgeiziges Spiel sich selbst umgebracht hat.